Wenn wir uns auf den Titel beziehen, der da lautet Verlassene Orte in der Schorfheide, dann scheint das, was wir hier sehen, dem so gar nicht zu entsprechen. Ganz im Gegenteil sieht's hier ziemlich lebendig und alles andere als verlassen aus. Der Bereich der einzigen Stellplatzflächen und ebenso das östliche Ende der großen Startbahn wird heute für Fahrsicherheitstrainings genutzt. Hier zum Beispiel, da sind wir gerade zufällig dazugekommen, trainieren LKWs das Bremsen auf nasser Fahrbahn. Verlassen also nicht ganz, wenn wir uns diesen Ort betrachten? Nun ja, das kann man natürlich so sagen, doch betrifft's einerseits eben nur diesen im Vergleich zum Gesamtareal eher kleinen Bereich und zum anderen bezieht sich der Titel ja auf den ursprünglichen Zweck und da trifft's dann auf jeden Fall zu. Der ehemalige russisch-sowjetische Militärflugplatz stand während seiner aktiven Zeit in starkem Kontrast zu der sonst eher ruhigen und verträumten Gegend der nordwestlichen Schorfheide. Und durchquert man das südlich gelegene Dorf Großdölln oder überhaupt die Gegend hier im Umkreis, so ahnt man überhaupt nicht, dass gleich nebenan im Wald ein großer Flugplatz liegt. Denn auch wenn er längst verlassen und als solcher stillgelegt ist, so existieren die großen Betonpisten nach wie vor. Und auch sonst trifft man auch heute noch auf die einen oder anderen Hinterlassenschaften bzw. Reste der sonstigen Einrichtungen, die weit über die riesige Anlage verstreut liegen. Schauen wir also nun mit diesem Video, was nach nunmehr 30 Jahren seit Abzug der Sowjetarmee auf dem Gelände zu finden ist und stellen dabei diesen Flugplatz als solchen ein bisschen genauer vor, denn immerhin haben wir es ja nicht mit irgendeinem Flugplatz zu tun. Er war der größte und modernste und zugleich strategisch wichtigste Flugplatz der sowjetischen Streitkräfte außerhalb der damaligen Sowjetunion und galt seinerzeit sogar als größter Militärflugplatz Europas, auf jeden Fall aber rangierte er ganz oben. Gerade auch was die Ausmaße und Beschaffenheit der großen Start- und Landebahnen, einschließlich der dazugehörigen Ringrollbahnen, und ebenso die vielen Hangars mit selbstständigen Versorgungseinrichtungen des Fliegeringenieurdienstes sowie Bewaffnung und auch die dazugehörigen Flugleitobjekte und Radaranlagen betrifft, war er der am modernsten ausgestattete Militärflugplatz der Warschauer Vertragsstaaten. Stationiert war hier das 20. Jagdbomberfliegerregiment, das mit den jeweils modernsten Kampfflugzeugen ausgerüstet war. Bis zu 100 Maschinen waren hier bisweilen stationiert, also Flugzeuge und Hubschrauber. Die riesige Anlage liegt mitten im Wald und, wie schon erwähnt, nur wenige hundert Meter von den umliegenden Ortschaften entfernt, namentlich Klein- und Großdölln sowie Großväter und Bebersee, die alle südlich gelegen sind, dann Kotschlag, Grunewald und Storkow westlich und Wiedmannsdorf nördlich und wenn man will, kann man nordöstlich noch Kolin dazu zählen. Im Gegensatz zu vielen anderen einstigen Militärflugplätzen der damaligen DDR und eben nicht nur der DDR, die schon als sogenannte Fliegerhorste im Dritten Reich existierten, wurde der Flugplatz Großdölln in den 50er Jahren gänzlich neu aus dem Boden gestampft. Das ging schon im Mai 1952 los, als die Leute in den Dörfern ringsum viele Veränderungen bemerkten. Der Wald wurde vermessen und dann riesige Flächen gerodet. Wohnbaracken für Arbeiter wurden aufgestellt, der Baustab kam hierher und, wir wollen das jetzt hier nicht bis ins Detail recherchieren. Kurzum, es entstand ein 15 Quadratkilometer großes militärisches Sperrgebiet mit einem 34 Kilometer langen Objektzaun, der das Ganze sichern sollte, wobei es eine Hauptzufahrt über die Birkenallee und darüber hinaus ein paar Nebenzufahrten gab. Und natürlich auch viele Löcher im Zaun. Letztere waren natürlich ein ständiges Problem für die Staatssicherheit, die das Objekt damals bewachte oder besser ausgedrückt unter Beobachtung hielt.
Und sowohl außerhalb wie auch innerhalb des Geländes ein entsprechendes Netz aus Wachposten etabliert hatte, die im Einzelnen zum Teil sehr unterschiedlich aufgestellt waren. Doch nun zu den Details des Flugplatzes. Nur ein kleiner Teil, also kaum noch 1000 Meter der einstigen Hauptstart- und Landebahn, wird heute für Fahrsicherheitstrainings genutzt. Der Rest der insgesamt 3500 Meter langen und 80 Meter breiten Betonpiste, die damit für einen Militärflugplatz übernormal groß ist, ist Teil eines großen Solarkraftwerks. Die knapp 130 Megawatt Anlage bedeckt heute weite Teile des ehemaligen Flugfeldes und behindert somit natürlich erheblich die Sicht in der horizontalen. Von erhöhter Position lässt sich das Ganze dann schon besser überblicken. Wir stehen hier auf einem der Hangars am Anschlussbereich auf der Westseite, also gegenüber dem heute noch genutzten Bereich, sozusagen auf der anderen Seite des Flugplatzes. Übrigens stammt das größere grüne Gebäude dort hinten noch aus der aktiven Zeit, ist also kein späterer Neubau. Es war früher meines Wissens eine Wartungshalle. Hier hinten am Ende der großen Hauptstartbahn zweigt in ungefähr südlicher bis leicht südwestlicher Richtung die 2500 Meter lange und gut 60 Meter breite und natürlich auch mit Solarreihen vollgepflasterte Querwindbahn ab, an deren Ende es wiederum, etwa in Höhe Kleindölln, zu beiden Seiten Dezentralisierungsflächen gibt, an denen sich etliche Hangars befinden, aber wiederum hier nur auf der östlichen Seite. Dieser Bereich diente unter anderem als Abstellfläche für große Bomber. Aber auch Hubschrauber standen hier bisweilen. Ja, und die Querwindbahn ist Anfang der 90er Jahre an mehreren Tagen Schauplatz des beliebten Kick-the-Mig-Rennens gewesen. Ein Rennen Dragstar gegen russische Mig und Sukhoi. Solche Veranstaltungen während einer Zeit des immerhin noch aktiven Flugplatzes damals und in der es zudem noch keine schlüssigen Konzepte für die Zukunft der Anlage gab, sind inzwischen natürlich längst Geschichte. Es ist ruhig geworden in diesem Bereich, sehr ruhig sogar. Motorenlärm hört man heute, wie schon erwähnt, nur noch auf einem kleinen Teil des Flugplatzes oder man müsste eigentlich besser sagen von einem kleinen Teil aus, denn der Schall trägt ja ziemlich weit. Ja, und wie schon erwähnt, 2500 Meter misst also diese Querwindbahn. In der Teleperspektive sieht es natürlich extrem verkürzt aus. 2700 Meter sind es sogar bis zum Anschluss an die lediglich 30, weiter hinten sogar nur 20 Meter breite und parallel zur Hauptstartbahn verlaufende Rollbahn, meines Wissens auch eine Art Hilfsstartbahn gewesen, die heute Teststrecke für Elektro-LKWs ist, sozusagen Oberlandleitungs-LKWs, vergleichbar den O-Bussen in Eberswalde beispielsweise. Und unweit dieser Bahn stand früher das Gebäude der Flugleitung. Heute findet man an dieser Stelle nur noch eine kahle Betonfläche. Dann führt von hier aus ein befestigter, aber verwilderter Weg zu einem kleinen Rondell, auf dem heute eine kleine Birke wächst. Was für ein Zufall. Ausgerechnet eine Birke. Passender konnte es wirklich nicht sein. Der überwiegende Teil des Flugplatzes bzw. des ehemaligen militärischen Sperrgebietes um ihn herum ist bewaldet. In dem weitläufigen Gelände, das man sinnvollerweise mit dem Fahrrad abfährt, kann es passieren, dass plötzlich Trolle aus der Erde steigen. Da oben! Oder sie tauchen schnell ab. Naja, kleiner Spaß am Rande. Jedenfalls findet man heute nur noch ganz vereinzelt Zeugen einer längst vergangenen Epoche, aber immerhin, es gibt sie. Da wäre als erstes der frühere Kasernenbereich zu nennen, von dem heute nur noch drei Plattenbauten aus den 70er Jahren zeugen, die man für die Fledermäuse stehen gelassen hat. Ansonsten ist auch hier nichts als Solarfeld zu sehen. Die Birkenallee, an die heute nur noch ein Schild erinnert, führte einst mitten hindurch. Das tut sie zwar immer noch, aber es fehlen eben die Birken und natürlich die Häuser zu beiden Seiten. Und das Ganze ist kaum oder gar nicht wiederzuerkennen, wenn man sich ältere Aufnahmen anschaut. Um die Flächen hier kurz zu halten, setzt man Schafe ein, die bequem unter die Modulreihen hindurchpassen und die, wenn man anhält, gleich neugierig an den Zaun kommen. In diesem hinteren Teil hier, zumindest laut existierender Stasi-Unterlagen, befand sich der Versorgungsbereich. Was ebenfalls noch steht, ist die Löschwasserentnahmestelle, zu erkennen an der Aufschüttung mit dem grünen Häuschen.
Das Postauto da hinten markiert hier den Verlauf der Bürgenallee, deren Name heute fast wie ein Hohn klingt. Schließlich ist hier nicht eine Birke mehr zu sehen. Es war schon früher, wie erwähnt, die Hauptzufahrt zum Flugplatz, am Eingang entsprechend mit Wachhäuschen, und so sieht's heute aus. Und es ist eben immer noch die Zufahrt. Insgesamt 4 Kilometer zieht sich diese Betonstraße über das Gelände bis hinten zum Driving Center. Ja, und wie gesagt, die Plattenbauten sind heute Fledermausquartier. Und nicht nur sie, denn im gesamten Areal findet man weit verteilt an den Bäumen entsprechende Kästen, insgesamt etwa 3000, aber nicht nur für Fledermäuse, sondern etliche auch für Vögel, sozusagen als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den großen Solarpark. Immerhin hat man ja auch viele Bäume dafür gefällt. Und auch einige der Hangars sind hierfür entsprechend verschlossen worden. In der grünen Mauer finden sich die Einflugmöglichkeiten, manchmal zahlreich wie hier, manchmal nur ganz oben als einzelne Öffnung. Im Wald gleich neben der ehemaligen Kaserne steht heute noch ein Pumpenhäuschen, worüber vermutlich die Wasserversorgung realisiert wurde. Hier lohnt sich natürlich auf alle Fälle mal der Blick hinein, zumal die Pumpenanlagen noch so weit vorhanden sind. Ja, wa? Ja. Da ist der Motor da hinten. Hier ist der Motor. Und dann ist da hinten. Das ist nur verseucht und verdreckt. Ich habe es drin. Aber schön klar ist er trotzdem. Hättest du deine GoPro mit drin nehmen müssen? Ja, das kommen wir nochmal hier. Da steht noch eine Holzräder, eine Theke, mit Kram, um das Zeug runterzukriegen. Deine Lampe hat die Feuchtigkeit hier drin. Tja, und wie bereits erwähnt, erfordert die Weitläufigkeit des Areals natürlich ein Fahrrad. Selbst dann braucht man noch etliche Tage, um alles zu erkunden und zu dokumentieren. Zu Fuß ist das wirklich nicht zu empfehlen. Die einzelnen Bereiche, die wir hier aufgesucht hatten, liegen hunderte Meter, teils sogar mehrere Kilometer auseinander. Nahe dem Flugfeld bzw. in dessen unmittelbarem Bereich sind die Wege sogar betoniert, und im Gegensatz zu der inzwischen stark verwitterten Betonstraße der alten Birkenallee ist das hier ein super glatter Beton, also genauso wie auf den Landepisten. Und das führt uns gleich mal zum alten Anschlussgleis, über das der Flugplatz mit dem Bahnhof Vogelsang verbunden war. Die Strecke ist natürlich längst stillgelegt und die Gleise entfernt, hier zum Beispiel in Höhe der benachbarten Ortschaft Grunewald. Es gibt aber Streckenabschnitte, die noch ein bisschen daran erinnern, ein bisschen tunnelartig aussehen. Zweimal im Jahr fand damals der Truppenaustausch statt, was dann immer mit verstärktem Fluglärm verbunden war. Ja, und über diese Anschlussbahn wurden die Einheiten dann in ihre jeweiligen Kasernen transportiert. Allein etwa 1500 Russen, oder wie sie damals offiziell hießen, Sowjets, einschließlich ihrer Familien, lebten hier auf dem Flugplatz. Von den einstigen Verladerampen direkt am Gleis sind heute nur noch Reste zu sehen. Sie sind natürlich stark eingewachsen. Selbst oben aus der Decke wachsen Bäume, sodass eine Gesamtdarstellung ziemlich schwierig ist. Auf der einen Seite gibt es sogar noch eine offene Tür, die uns einlädt.
Natürlich zeigt der Blick hinein nichts Spektakuläres, nur leere Räume, aber immerhin. Ja, und der hier zu sehende Raum macht natürlich nur knapp die Hälfte der Gesamtlänge des Bauwerks aus. In den anderen Raum gelangt man ein bisschen umständlicher, da kann man also nur über ein Fenster hinabgleiten, weil es keine Tür gibt. Deshalb habe ich mal darauf verzichtet. Vielleicht waren das hier die Hauptverladerampen, aber es war nicht die Endstation auf dem Flugplatz. Das Gleis ging noch ungefähr 500 Meter weiter bis zum ehemaligen Sonderwaffenlager, das in Stasi-Unterlagen als besonders gesichertes Objekt bezeichnet wurde und das heute leider nicht mehr existiert. Da findet sich inzwischen auch nur noch Solarfeld. Wir haben auch keine Fotos davon, im Netz sind aber einige zu finden. Es war halt jener bekannte Bunker Typ Granit, der aus den beiden nebeneinander liegenden 33 Meter langen Röhren bestand, die natürlich klimatisiert waren, weil dort Kernsprengköpfe zumindest vorübergehend gelagert worden sind. Naja, und die Diskussion hierüber ist ja bekannt. Da gibt's also unterschiedliche Meinungen, ob solche Sprengköpfe überhaupt auf dem Flugplatz gelagert worden sind. In den sogenannten heißesten Momenten des Kalten Krieges damals, zum Beispiel im September 1983, das war die Zeit von Abel Archer, also diese Kommandoübung der NATO auf bundesdeutschem Gebiet damals, als gerade auch hier in Großdölln die Flugzeuge mit bereits angelassenen Triebwerken und mit scharfen Atomwaffen bestückt auf ihren Befehl warteten, dürfte das auf jeden Fall so gewesen sein. Alles, was man heute noch findet, ist nebenan im Wald ein Trümmerfeld mit einzelnen aus der Erde gehobenen Einmannbunkern, die der Sicherung dieses Objekts gedient haben könnten, dürften. Auch ein Stück Mauer und sogar eine Lampe existiert noch. Ja, wir haben eine alte DDR-Lampe noch. Mit den Geholztüren. Also wie gesagt, die Vermutung liegt nahe, dass das hier beides mal irgendwie zusammenhing, einfach weil es dicht beieinander lag. Ja, und soweit sich das für uns recherchieren ließ, war das Sonderwaffenlager nicht der einzige Bereich, der besonders bewacht wurde. Es gab demnach auf dem Flugplatzgelände unseres Wissens zwei zum Teil streng abgegrenzte Objekte, die von normalen Soldaten und auch von Piloten nicht betreten werden durften. Aber nur eins war dann eben speziell für Nuklearsprengköpfe gedacht, also das, was wir eben erwähnt haben. 7.20 Uhr. Der zweite dieser geheimsten Orte auf dem Flugplatz war dann das Munitionslager neben der Querwindbahn, dessen Eingang zunächst mit einem Tor gesichert war, das heute natürlich nicht mehr steht. Dann kam dieses Wachhäuschen hier, in dem die Diensthabenden saßen. Es ist inzwischen auch schon ziemlich mitgenommen. Es hatte mal ein Vordach, das auf zwei Säulen ruhte. Das fiel sicherlich dem Vandalismus zum Opfer oder war einfach nur altersschwach. Jedenfalls existiert es nicht mehr. Geisterlicht da drinnen. Wir werfen mal einen kurzen Blick hinein, erwartungsgemäß natürlich nur kahle Räume mit ein paar Hinterlassenschaften an Wänden und Decke. Das war so typisch eigentlich für alle Gebäude, die man noch betreten konnte, wenn noch was vorhanden war, dann meist nur Reste von Elektrik oder den Telefonanlagen. Hinter dem kleinen Wachhäuschen öffnet sich der bewachte Bereich, der ehemals bewachte Bereich, den man heute aber derart verwildert vorfindet, dass es schwerfällt, sich vorzustellen, wie es in aktiven Zeiten aussah, aber das gilt hier sicherlich für alle Bereiche, am allermeisten für die Kaserne, wie wir schon gesehen haben. Das auffälligste Bauwerk ist hier dieser Lenkwaffenbunker. Nach vorn, heute teils wieder für Fledermäuse verschlossen, 5 Garagen für LKW und daneben ein Schaltraum. Nach oben hin war das Ganze gut getarnt, früher mit dichter Vegetation bewachsen, also Bäumen, heute nur eine Grasnarbe und ein Hochsitz steht drauf. Nach hinten hin geht es sachte in den Waldbereich über. Hier stehen wir mal oben drauf und sehen vis-à-vis 2 Munitionsbunker, nach oben hin ebenso gut getarnt. Das sehen wir uns jetzt natürlich auch mal aus der Nähe an. Ja, nur andere Seite. Was soll denn das gewesen sein? Die sind natürlich noch offen, es gibt also 2 lange Räume nebeneinander, die natürlich leer sind und die wir uns mal von innen anschauen. 18 Meter lang und beide zusammen insgesamt 11 Meter breit. Überall noch Halterungen und Reste der Elektrik. Man müsste jetzt Spezialist sein, um das alles hier genau deuten zu können, aber bei einem Waffen- und Munitionslager kann man sich ja fast an 3 Fingern abzählen, was hier vorhanden war. Hier kann man zumindest entziffern, dass es sich um einen Temperaturschalter gehandelt hat. Immerhin lässt sich eins hier drin genau deuten, nämlich die Brutversuche der Rauchschwalben. Hier sieht man hinten nochmal den Lenkwaffenbunker, auf dem wir vorhin drauf gestanden und hierher geschaut haben.
Auch der Munitionsbunker hier hatte gleich nebenan einen kleinen Schaltraum. Die hinteren Ecken sind so dunkel, dass man auf eine Taschenlampe angewiesen ist. Wobei man immer Wunder denkt, wie weit man drin ist in so einem Raum. Das muss nicht zwingend der Fall sein, hier sowieso nicht. 1971. Oh. Na bitte. Ist ja noch fast neu. Na, mal benutzen. Ja, und neben dem Lenkwaffenbunker stand noch ein drittes Gebäude, eine Kfz-Halle, die hatte ebenfalls einen Tarnanstrich. Aber es gibt sie leider nur noch als Trümmerhaufen, wo man verdammt aufpassen muss, wo man hintritt. Manche Teile wackeln noch und könnten verrutschen. Jo, ansonsten findet man hier noch diese seltsamen Gebilde und kurz daneben in der Erde plötzlich ein Loch. Das scheinen unterirdische Löschwassertanks gewesen zu sein, jedenfalls befand sich Wasser darin. Und der Gedanke mit dem Löschwasser liegt hier bei einem Munitions- und Waffenlager ziemlich nah. Und es kommt sicherlich nicht von ungefähr, dass sich hier in der Nähe gleich neben der Querwindbahn wieder eine Maschinengewehrstellung in Form dieses kleinen Einmannbunkers befindet, und zwar nach Westen ausgerichtet. Genauso wird also auch das vorhin beschriebene Sonderwaffenlager nach außen hin gesichert worden sein. Dann geht's weiter auf unserer Tour. Nicht sehr weit entfernt von diesem einst besonders geheimen Bereich, wie wir ihn gerade kennengelernt haben, lichtet sich der Wald etwas. Ein asphaltierter Weg führt in einem geschlossenen Karree um ein, wie es aussieht, Garagengebäude herum und hat dann über einen Abzweig direkten Anschluss zur Querwindbahn. Um dieses Gebäude sind wir einmal herumgelaufen, um es mal von allen Seiten zu zeigen. Hier sehen wir es mal von hinten. Ziemlich langgezogen ist es. Es gab ja damals auf jedem Flugplatzgelände einige Wartungshallen oder Reparaturhallen. Vielleicht war das hier eine davon. Ein paar Betonreste deuten darauf hin, dass hier noch was anderes existierte, aber auch darüber kann man letztlich nur spekulieren. Ein vergleichbares Gebäude war es jedenfalls nicht, das wissen wir von Satellitenaufnahmen. Tja, und dann schauen wir mal rein. Hier kommt die Länge des Gebäudes erst so richtig zur Wirkung. Und nun hat man natürlich nicht wirklich Ahnung vom Aufbau der einzelnen Gebäudearten. Dieses hier scheint aus einem Betonkern, wenn man das so sagen will, zu bestehen, der, wie es aussieht, mit geteerter Schweißbahn oder Dachpappe ummantelt ist, während außen noch eine Schicht aus Ziegeln vorgesetzt ist, von der aber schon der größte Teil fehlt. Hier mal zum Vergleich eine Aufnahme von 1994 von diesem Bereich. So haben es die Russen hinterlassen. An dem Weg, der rüber zur Querwindbahn führt, finden sich auch heute noch ein paar Relikte. Das hier sieht auf den ersten Blick aus wie der Rest einer Mauer. Vermutlich sind es aber nur zwei aufgestellte Platten von denen, die hier teils umherliegen. Manche sah hier nämlich aus wie Abstellflächen, also sicherlich für LKWs. Ein paar Schritte in den Wald rein, ein alter LKW-Aufsatz, Kopf rum. Nicht weit davon ein altes Fass mit undefinierbarem Inhalt, der da immer noch drin ist. Entlang des Weges um die Garage herum fanden sich reihenweise mehrere Aufschüttungen, vermutlich Splitterschutz, zwischen die jeweils ein großes Fahrzeug passen würde oder wahrscheinlich in der Praxis auch gepasst hat. Das dürfte hier aus der Anfangszeit des Flugplatzes stammen. Nicht weit von hier und über einen verlängerten Asphaltweg, früher mit dem eben gezeigten Bereich verbunden, fanden wir diese große Vertiefung. Eigentlich waren es zwei hintereinander, ungefähr 20 Meter breit und insgesamt 160 Meter lang. Ja, und wie tief wird sie sein? 4 oder 5 Meter? Und derartige Vertiefungen unterschiedlichster Größe finden sich über das ganze Gelände verteilt. Man brauchte ja für die vielen Flugzeugabdeckungen, Bunkeranlagen und Radarhügel und nicht zuletzt für solche Splitterschutzaufschüttungen jede Menge Erdmaterial. Hier haben wir ein Loch, wo sich sogar Wasser gesammelt hat. Bedeckt ist aber nur noch die Sohle, also ziemlich flach das Ganze. Als Wildbade- und vor allem Suhlstelle offenbar gut geeignet. Hier sind wir natürlich einmal komplett rumgelaufen. Ob das nun schon immer mit Wasser gefüllt war und wenn ja, welchem Zweck das diente, lassen wir mal offen. Vielleicht war es früher sogar oder wurde es sogar mal als Feuerlöschteich genutzt. Das lässt sich aber nicht bestätigen. Vermuten könnte man es aber, weil ja die Garagen unmittelbar daneben waren.
Nebenan weisen uns mehrere dieser merkwürdigen Rohre, die hier aus der Erde schauen, den Weg, denn sie stehen mehr oder weniger in einer Reihe. Man kann da aber nur einen knappen Meter tief reinschauen. Sie führen uns letztlich zu diesen Öffnungen hier, aus mancher Perspektive selbst aus der Nähe kaum zu erkennen und damit gefährliche Fallen. Ey, wo ist denn das Ding? Das war doch eben hier. Da. Weiß ich nicht. Ein Film, der da jahrelang rumliegt, ob man da was noch kennt, oder nicht, was? Ach. Sobald die nass werden, hat sie das erledigt, wa? Verändern die sich auch. Der war ausgewickelt oder was? Jetzt sag ja nicht mehr. Schwing den Hintern hier runter. So sieht's dann innen aus, wenn wir mal reinsteigen. Da sieht man hinten dann auch, wie die von oben so unscheinbaren Löcher von unten aussehen. In den meisten Kammern hier steht noch eine Menge Wasser, nur in einer davon ist so wenig drin, dass man am Rand, wo sich ein bisschen Schlamm angehäuft hat, stehen kann. Das ist eben die, wo wir hier drin sind. Ja, und dann bleiben wir mal gleich hier in der Nähe. Auch wenn es nur Fragmente von Relikten sind, man stößt immer wieder auf irgendwas Neues. Hier zum Beispiel zunächst nur ein unscheinbarer Hügel, der aber nicht umsonst hier existiert. Ein alter Wassertank, der oben offen ist. Leider, so kann ja auch jeder Igel reinfallen und in den man natürlich auch hinabsteigen kann, auch wenn er nicht besonders groß ist. Aber ein bisschen Unterwelt gibt es eben doch noch hier, das haben wir auch gerade schon gesehen eben und das sehen wir auch noch an mehreren Stellen nachher. Das ist ein Wassertank. Oberknaller wäre jetzt gewesen, wenn die olle Leiter abgebrochen wäre. Plups. Da im Rucksack ist ein Streck drin. Dann hättest du mich retten müssen. Aber wie ich dich kenne, hättest du gesagt, naja. Ü50. Lass liegen den Scheiß. Lohnt sich nicht, ne? Fischfutter. Hügel sind grundsätzlich erstmal immer interessant und im Verdacht, irgendwas in sich zu bürgen. Das muss nicht so sein, sie können sich diesbezüglich auch als Finte entpuppen, das ist sogar in der überwiegenden Zahl der Fälle so. Aber spätestens, wenn man obendrauf ein kleines Bauwerk entdeckt, heißt es aufgepasst, wie in diesem Fall hier. Zwei rechtwinklig verlaufende Schneisen, die früher sicherlich Wege gewesen sein dürften, bilden an ihrem Schnittpunkt einen kreisrunden Platz, in dessen Zentrum sich eben dieser kleine Hügel erhebt. Oben schauen ein paar Mauerreste raus, die unschwer erkennen lassen, dass es hier auch noch abwärts geht und da ist bei uns die Neugier natürlich groß. Ah, hier geht irgendwas. Ist Ah, wisst ihr, was das ist? Nee. Na, komm mal runter. Warten. Na, komm mal. Wir kriechen also hinein und sehen schließlich, dass es sich hier um einen der zahlreich existierenden kleinen Stromversorgungsbunker oder unterirdischen Trafostationen, was auch immer das nun genau gewesen sein mag, handelt. Der hier stammt offensichtlich sogar noch aus der Entstehungszeit des Flugplatzes. Das zeigt das Schild, das wir hier drin noch finden. Das ist Belüftung hier. 87, 89 war ich da hier gewesen. In einem kleinen Nebenraum sind noch diverse Wandritzungen aus der aktiven Zeit zu finden. 69, 71 war auch einer hier. Tja, und dann der Ausstieg ist hier wegen der besonderen Beschaffenheit ein bisschen abenteuerlich. Mit dem Kopf verdrehen. Sieht aus wie eine Sau. Ja, ich bist du. Aber was macht man hier alles, damit man ein paar vernünftige Aufnahmen hat? Ja. Gut. Von den Einwandbunkern, die der Rundumverteidigung und vor allem Sicherung nach außen dienten, beziehungsweise im Fall der Fälle gedient hätten, hatten wir ja vorhin schon welche gesehen, die ähnlich wie dieser hier komplett aus der Erde gehoben waren.
Wobei jetzt nicht klar ist, ob der hier schon immer so gestanden hat, zumal er leicht schief steht. Rucksack abnehmen. Aber es finden sich immer auch noch welche an Ort und Stelle, also so, wie sie früher am Einsatz waren und nur ein Stück aus der Erde schauten. Ja, und in manche davon kann man fürs Feeling sogar noch gut hineinschlüpfen. Das sieht dann von außen für den Hinzukommenden gut aus, wenn sich innen plötzlich eine Taschenlampe bewegt. Ich sehe also diese typische Russenblech. Hier im Graben. Ah ja, was sie so früher genommen haben, um die Seiten zu stabilisieren. Ja, und so gab es noch so manch andere gut getarnte, mehr oder weniger unterirdische Anlagen für verschiedene Zwecke. Zum Beispiel ein als Gefechtsstand beschriebenes Bauwerk, nicht sonderlich groß, aus einem zentralen Gang und zwei Nebenräumen bestehend, heute komplett verschlossen und als Fledermausquartier genutzt. Im zentralen Bereich des Flugplatzes findet sich heute eine ausgedehnte Wiese, die vermutlich seit jeher als Deponie fungierte. Ganz in der Nähe gab es aber eine Kläranlage, von der nur noch ein paar Reste der gleichmäßig angeordneten Becken erkennbar sind, auch der Rohrverbindungen. Am Rande dann ein Hügel mit hinaufführender Treppe, die inzwischen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Dann der Blick von oben in den lichten Kiefernwald der Umgebung. Dabei fallen unten neben den Becken noch ein paar, wie es aussieht, Fundamentreste auf. Hier haben wir sie aus der Nähe und hier mal mit dem Hügel, auf dem wir eben gestanden haben, im Hintergrund. Daneben hier so ein Schacht. Und neben dieser Anlage hier gibt es wenige hundert Meter entfernt noch eine zweite. Beide hingen irgendwie zusammen. Und diese zweite hier steht nicht mehr direkt auf dem Flugplatzgelände, sondern bereits ein bisschen außerhalb. Das wussten wir hier aber noch nicht, sondern dachten uns bereits innerhalb des ehemaligen Sperrzaunes zu befinden. Aber wie auch immer, auf jeden Fall gehörte sie zum Flugplatz und ist eben eines der wenigen Gebäude, die heute noch stehen. Hier gibt es auch wieder Klärbecken, die aber nicht mehr so deutlich zu erkennen sind wie bei der anderen eben. Dafür ist natürlich das Gebäude interessanter und mit ein bisschen sportlichem Einsatz ließ sich das Ganze auch erklettern, sodass wir mal oben auf dem Dach stehen konnten. Der Blick von oben rein zeigt, dass das hier wahrscheinlich ein Kies- und Sandfilter war oder welches spezielle Material da unten auch gewesen sein mag. Die Brille runterfallen, dann ist das perfekt. Ja, da musste wohl oder übel rinnen. Und aus dem Seitenfenster raushopsen. Der Block daneben weist mehrere Kammern auf. Hier ist es zum Teil ein bisschen abenteuerlich, oben lang zu balancieren. Unser unterschiedliches Outfit übrigens verdeutlicht, dass wir hier an verschiedenen Tagen und auch zu verschiedenen Jahreszeiten unterwegs waren. Ja, und die Fundamentreste daneben sollen der ehemalige Pumpenbereich gewesen sein. So, dann nähern wir uns nochmal dem ehemaligen Flugfeldbereich. Von den drei Betonpisten ist die heutige LKW-Teststrecke noch auf fast ihrer gesamten Länge erhalten, wobei sie ansonsten mit Abstand die schmalste von allen ist. Wenn hier kein Betrieb ist, haben wir wegen der außerordentlich guten Fahrbahnbeschaffenheit ausnahmsweise mal einen Teil der Strecke eben auf dieser Bahn zurückgelegt.
Hier hinten wird auch gegenwärtig noch Kraftstoff- und ölverseuchtes Grundwasser über spezielle Filteranlagen gereinigt. Die haben wir jetzt aber nicht extra gefilmt, weil sie so hässlich modern aussehen und überhaupt nicht in das Bild des alten Russenflugplatzes passen. Schon eher haben uns da die originalen Relikte interessiert, auch wenn sie ebenfalls nicht gerade Schönheiten waren, aber sie passen eben hierher und vor allem zum Thema. Man kann fast sagen, dass alles, was noch an kleineren und mittelgroßen Gebäuden auf dem Gelände existiert, die Hangars jetzt mal ausgenommen, in irgendeiner Weise mit der Stromversorgung und Verteilung zu tun hatten, egal ob diese Blechbox hier oder eben solche kleinen Häuschen. Der Bereich des einstigen Flugfeldes zwischen den beiden parallel verlaufenden Bahnen ist überwiegend bewaldet. Kiefern dominieren hier genauso wie auf dem übrigen Gelände, teilweise durchsetzt mit Birken. Neben drei Hangars, die sich hier hinten noch befinden, einige sind ja zugunsten des Solarfeldes schon entfernt worden, vielleicht zeugt ja dieses einzelne Bogenelement hier vom Abriss, ist ansonsten nichts wirklich Spektakuläres zu finden. Manches ließ sich kaum richtig zuordnen, wie dieser gelbe, vermutlich Mast oder was auch immer. Eine Schleppstange wird es ja nicht gewesen sein. Wirklich noch komplett vorhandene Gebäude aus der alten Zeit, die mal eine andere Funktion als nur die des Stromhäuschens hatten, wie diese Baracke hier, sind wirklich Goldstaub auf dem Gelände. Da findet man also ansonsten wirklich nichts mehr, außer natürlich die vorhin gezeigten drei großen Plattenbauten im Kasernenbereich. Ja, und wir haben uns hiermit wiederum einem anderen Bereich des Geländes zugewandt. Man will es nicht glauben, aber man findet in einem Waldabschnitt tatsächlich noch Reste einer Verteidigungsanlage mit Schützengraben, der wiederum in einem kleinen Bunker endet, dessen Innenausstattung überaus sehenswert ist. Weißt, passt du durch? Nee. Ah, da ist so Jana und die Stelle drin, sehe ich gerade. Gibt es Luft oder nicht? Bewegt sich da drin alles noch? Was? Ja, ehrlich. So. Hier sind sogar noch die Schwenkvorrichtungen vorhanden, also wo man die Maschinengewehre quasi montiert hatte und man kann sie sogar noch bewegen. Guck mal. Ah ja. Was? Die Taschenlampe gezippt. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass sich gerade hier in diesem Bereich zwei dieser kleinen Z-förmigen Bunker befinden. Zumindest haben wir nur diese beiden hier gefunden. Schmale unterirdische Gänge, durch die man bequem hindurchlaufen kann. Gibt es also doch noch ein paar Unterwelten von Kristallen? Ja, also ich vermute mal, dass das hier irgendwie Lager war oder sowas. Aber ein Kleinet denn bloß? Ein Kleinet Lager, ganz, ganz klein. Dass die hier irgendwelche Technik gelagert haben oder wie es der Geier war, Munition, ich weiß das nicht. Ob sie aber nun tatsächlich was mit der Verteidigungsanlage zu tun hatten, bleibt für uns offen. Als Lagerbunker erscheinen sie mir ein bisschen zu schmal. Aber wie auch immer, es hat schon was plötzlich vor sich, solche Eingänge ins Erdreich zu sehen und dann in einer solchen Röhre zu stehen, an deren anderem Ende man einfach wieder aussteigen kann. Mücken? Na aber. Puh, der Im Übrigen ist das Gelände hier sehr bewegt oder anders ausgedrückt sehr reliefreich und das kam natürlich auch nicht von alleine. Hier muss eine ganze Menge Erde bewegt worden sein. Ja, ja, Profi, so pass auf, Profi, jetzt. Jetzt. Einschusslöcher. Hier auch. Und ich möchte fast behaupten, die sind von so gekommen. Ja. Wenn du hier eine schöne scharfe Kante hast und hier hinten hast die, ich sag mal,
etwas schlechtere Bruchleiste. Und wenn du jetzt hier rinkiekst, hast du da drin ein Rohr. Ja. Muss das Ding mal so gestanden haben und dann haben sie geballert. Dann haben wir noch hier so eine schöne Dinger gefunden. Ich hätte es ja beinahe für einen Bugteil eines Kampfflugzeugs gehalten, der Form wegen, aber das haut vermutlich vom Material her nicht hin. Jedenfalls war das ja das größte Fundstück an dieser Stelle, die sich als kleiner Müllplatz zu erweisen schien. Zumindest steckte hier eine Menge Zeug in der Erde. Schöner Löffel. Du dokumentierst das jetzt, ja? Du siehst, wie der hier drinnen verschwindet. Auf Nimmerwiedersehen. Na, bevor er in der Erde auf Nimmerwiedersehen ist. Hier haben wir noch so eine Dose gefunden. Oder was anderes? Ja, die kannst du auswaschen noch. Nee, das ist was anderes. Das ist irgendwie eine Kappe. Kannst du da so aneinander reihen hier so wie? Ja. Könnte das eine Munitionskette sein? Ich wollte gerade sagen, das sieht voll so aus. Im Hintergrund hört man den Wochenendlärm vom Driving Center. Kannst du dir vorstellen, was da für eine Patronen drin waren? Ja, noch vom Flugzeug. Das kann sein, ja. Oder Hubschrauber, je nachdem dir. Ja, weißt du, was das ist? Na? Na? Eine Schnalle. Tja, dann arbeiten wir uns mal weiter durchs Relief. Also hier muss man schon echt gut zu Fuß sein. So eine Walddurchquerung hier ist wirklich anstrengend. Es gibt hier ein größeres Stromhaus, in das wir mal kurz einen Blick hineinwerfen. Enthalten ist hier natürlich nichts mehr, aber man erkennt immerhin noch die Vorrichtungen für die Verankerung der großen Transformatoren. Geh mal davon aus, dass wir hiermit richtig liegen. Ja, und natürlich, das darf in heutiger Zeit selbstverständlich nicht fehlen, zahlreiche farbenfrohe Verzierungen an den Wänden, die nur selten mal einen Lichtschein sehen. So bleichen sie wenigstens nicht aus. Tja, und ansonsten sieht man, dass auch das hier ein Fledermausquartier ist. Daher ist das Gebäude in aller Regel auch verschlossen. Tja, und dann spazieren wir wieder raus und schauen uns gleich mal eine solche Anlage unterirdisch an. Man muss dazu sagen, dass das gesamte Flugplatzgelände durchzogen ist mit Rohr- und Kabelverbindungen. Wir hatten ja schon angedeutet, dass derartige Elektroanlagen sehr zahlreich vorhanden waren. Immerhin musste eine ausreichende Stromversorgung jederzeit gewährleistet sein. Der Abstieg in solche unterirdischen Räume erfordert, weil sie einige Meter hinabreichen, normalerweise Gummistiefel, die wir hier nun nicht dabei hatten. Andernfalls kann es passieren, dass man nassen Fußes wieder hinausklettert. So wie sieht's aus. Alte Katze. Und wenn man sich das hier unten stehende Wasser genauer anschaut, dann muss man fast schon Bedenken haben, dass es gegebenenfalls sogar Schuhwerk und erst recht Socken zerfrisst. Aber das hat's Gott sei Dank nicht getan. Na, ich weiß, wie wir durchkommen. Schuhe aus. Schuhe aus. Gerade du, gerade du. Weg, ja? Scheint irgendwie eine Rolle zu sein, irgendwie sowas. Ich habe eine Rolle. Naja, jetzt hat das irgendwie nicht so mit Scheiße. Alter! Alter! Button! Geil! Ich dachte, du holst dir jetzt eine nasse Biene. Schöne Welt. Hast bloß die kleine Lampe, wa? Hier ist ja schon voll. Eine Schranktür oder sowas, ne? Aha. Ja. Wer hat sich denn die Mühe gemacht und das Ding hier umgekippt? Ja. Da steht Batterie drin oder irgendwie so. Ja,
alles geklaut. Aber davon schneidet man nun was zusammen. Wasser. Oh, ich wollte gerade drauf. Wollte gerade drauf treten da. Ja, hier weg. Ja, weg, oh. Gut abgesäbelt, seelt. Im Prinzip sind diese Räume hier unten schon komplett ausgeschlachtet. Alles, was man jetzt noch findet, sind die nicht brauchbaren Überreste, die nur noch was fürs Auge des Laien sind, der damit eh nichts anfangen kann, sondern sich lediglich noch am Live-Erlebnis erfreut. Schalter. Ja. Sekunde. Hey, hast du noch ein bisschen du? Sind du los? Hallo? Geil. Ja. Wer nummeriert die Dinger? 8, 9, 10, 11 und da ist Stück Nummer 12. Oh. Und hier in der Mitte stand auf Garantie Ufer hier drin. Ein zerschossenes Schild weist darauf hin, dass hier lebensgefährliche Hochspannung anlag, also nicht weil es zerschossen war, sondern es steht halt drauf. Das betraf diesen Transformatorenraum, der mehrere Zellen, so nenne ich sie jetzt mal, aufwies. An einer der Türen nochmals ein Hinweis, dass man wahrscheinlich spätestens hier stoppen sollte oder vielleicht auch erst die Hochspannung abschalten soll, bevor man diese Tür öffnet. Das gibt der Google-Übersetzer nicht so eindeutig her. Stoi. Высокое напряжение. Напряжение. Was auch immer das auf Deutsch heißt. Heute kann man natürlich ohne Bedenken die Türen öffnen und hindurchtreten, und das machen wir hier auch. Da ist sogar noch Flüssigkeit drin. Also eigentlich will man ja nicht wissen, was hier noch so alles und nicht. Doch, will man. Ja, doch schon, aber von so einem Zeug hier. VEB Schaltgeräte Werke Werder. TG11 16 44 1. 65 Kilo wiegt das Ding. Typ LHTCI4-12-. Vielleicht hatte diese Ratte hier nasse Füße, sodass bereits ein überspringender Funke ausreichte, weil sie so gut geerdet war. Ja, und das war offenbar das nötige Schuhwerk, um hier unten arbeiten zu können. Das hätte sich sicherlich auch die Ratte gewünscht. Muss die anziehen? Dann können wir Kinder nasse Füße. Ja, das stimmt. Tja, und dann begeben wir uns auch langsam wieder in Richtung Sonnenlicht und steigen nach oben. In einigen Kilometern Entfernung gibt es eine nahezu identische Anlage, bestehend aus dem typischen Gebäude und dem unterirdischen Teil, dessen Zugänge hier im Vordergrund zu sehen sind. Hier wollen wir nur ganz kurz hinabsteigen. Es ist ja quasi baugleich mit dem eben gezeigten, also eine baugleiche Verteilerstation. Die farbliche Gestaltung ist etwas anders und vor allem, hier steht deutlich mehr Wasser drin, sodass man ohne Gummistiefel überhaupt nicht rein kann. Zudem muss man deshalb viel genauer hinschauen, wo man hintritt, sonst liegt man ganz schnell drin in der Brühe.
Der Vorraum, in den man ja zunächst erstmal hinabsteigt, weist zu den Schalt- und Verteilerräumen hin eine schwere Stahltür auf, die im anderen Keller gefehlt hat. Wie man die dort rausgewuchtet hat, übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Ja, und weil hier so viel Wasser drin steht, spiegeln sich die Wellen schön an der Wand, natürlich nur, wenn man sich bewegt. Man findet hier auch wieder die typischen Gummistiefel, allerdings nicht so viele. Wenn hier auch zu aktiven Zeiten manchmal nur annähernd so viel Wasser drin gestanden hat, na Halleluja. Ja, das wollten wir auch. Und bei den anderen, bist du sicher, war die Halterung da drin, ja? Im Hochspannungsnebenraum fehlen hier sämtliche Türen. Jetzt kann ich ja ohne weiteres schwenken. Jetzt sehen sie hoffentlich sauberer aus. Der ist wirklich gefährlich, weil die Vertiefungen in der Mitte nicht abgedeckt sind und die bräunliche Farbe von Wasser und Untergrund das Ganze erst auf den zweiten Blick erkennen lässt. Matze wäre hier fast einmal abgeschmiert. So, und dann geht's auch hier wieder nach oben. Wir kommen noch mal ganz kurz zur oberirdischen Trafostation. Zwei kleine Räume oder eigentlich fast nur Nischen. Hier stehen wir mal in einem davon drin, in diesem sonst ja verschlossenen Gebäude. Dürften sicherlich mal Dieselgeneratoren enthalten haben. Ja, und damit widmen wir uns nun langsam dem nördlichen Teil des Flugplatzes. Hier noch ein altes originales Seitentor. Absolut unüberwindbar, als ob da die Drahtfleckereien an den Seiten noch was nützen würden. Aber auf jeden Fall ist hier der alte Charme des Platzes noch etwas erhalten geblieben. Entlang des Zauns neben der großen Hauptstart- und Landebahn zieht sich ein Sandweg über rund 4 Kilometer hin. Daneben erstreckt sich eine eindrucksvolle Heidelandschaft, die mit einzelnen Kiefern und Birken durchsetzt ist und von Zeit zu Zeit gepflegt werden muss, damit sie nicht verbuscht. Immerhin hat sich hier eine wertvolle Avifauna entwickelt. Oh, tiefste Gangart, drin da. Was? Tiefste Gangart, da drin. Oh. Wo war denn das letzte Mal? Weiß ich gar nicht mehr, wo wir so richtig gekrochen sind. Nicht gerade. Schön auch noch. Auch hier gibt's die nun schon mehrmals gezeigten Rundum-Verteidigungsanlagen, unseres Wissens 2 an der Zahl, also auf dieser nördlichen Fläche hier. Na, und hier bot sich früher natürlich ein imposanter Blick auf die große Landepiste mit den startenden und landenden Maschinen. Gerade in der Abzugsphase schwebten hier große Transportflugzeuge vom Typ IL-76 ein. Es gibt auch Leute, die von den noch größeren Antonovs berichten. Das ist heute natürlich alles von Solarfeldern bedeckt. Zum Wald hin, also in Richtung Wiedmannsdorf, findet sich wieder eine betonierte Fläche mit Splitterschutzaufschüttungen ringsum. Einige hundert Meter entfernt, 3 auffällige Radarhügel mit zum Teil noch diesen Betonsockeln hier, wenn man sie so nennen will, wahrscheinlich aus Bahnschwellen gelegt oder wat weiß ich. Jedenfalls hatten alle 3 Hügel unterschiedliche Ausrichtungen und sie waren längst nicht die einzigen auf dem Flugplatzgelände, nur eben am besten sichtbar. Es gibt noch wesentlich höhere, südlich und östlich der Landebahnen, die sich aber dann im Wald befinden. Naja, vor 30 Jahren hätte ich so oder gemacht. Dann stoßen wir auch hier wieder auf ein sehr ähnliches, fast identisches Bauwerk, wie wir es weiter vorn schon mal hatten. Das andere war teilweise zugeschüttet, sodass wir nur mühsam wieder rauskamen. Das war am anderen Ende des Flugplatzes und damit etliche Kilometer entfernt. Das hier ist ebenfalls unterirdisch, mit gleicher Funktion. Wenn du mir jetzt runterfällst und scheißt, weiß ich, dass ich das Seil holen muss. Ja? Rucksack. Großes Fach. Ich denke, das habt ihr eh bei. Ja, im Rucksack gleich. Großes Fach. Ach so. Thank you.
Und das Wichtigste, es ist eben nicht zu geschüttet und man kann hier noch halbwegs normal drin treten, auch wenn wie überall alles ausgeschlachtet ist. Und natürlich hat man hier einen bequemen Ein- und Ausstieg über die Leiter statt über einen losen Sandhaufen. Ja, und ganz wichtig ist hinterher nur wieder das Verschließen des Zuganges. Das galt natürlich auch vorhin, auch wenn wir es nicht explizit gezeigt haben, für diesen unterirdischen Transformatorenraum. Ja, nicht weit von den gezeigten Radarhügeln entfernt stehen noch ein paar Gebäude im Wald. Dieser Komplex wird als Funkerschule bezeichnet. Inwieweit das damals wirklich so war, lässt sich nicht sagen. Fundierte Aussagen über das Gelände sind eben wirklich ausgesprochen rar. Guten Tag. Schaut man sich die größeren Gebäude allerdings von innen an, mit langen Fluren und großen Hallen oder Sälen, dann könnte man schon vermuten, dass das für irgendwelche Schulungszwecke gedient hat. Aber das lassen wir hier trotzdem mal offen an dieser Stelle. Dieser lange Gang hier ist bereits dermaßen lichtdurchflutet, dass sich die Vegetation ihren Weg zwischen den Dielen bahnt. Natürlich nur da, wo sie schon durchgefault sind. Ja, und manches Haus hat hier eine ziemlich auffallende Bauweise. Dazu sieht man noch angedeutet die Gestaltung ringsherum. Von innen natürlich das zu erwartende, alles leer bis auf manches Gerümpel. Die Zahl 68 rechts oben neben dem Fenster könnte auf das Erbauungsjahr hinweisen. Links stand wahrscheinlich entsprechend das dazugehörige 1900. Das Ganze hier wirkt wie eine kleine Geistersiedlung mitten im Wald und dabei befinden sich diese Häuser gar nicht weit weg vom Flugfeld. Dichter Kiefernjungbestand und Gebäudetrümmer jetzt weiter östlich deuten darauf hin, dass hier auch mal freie bebaute Flächen existierten, zu welchem Zweck auch immer. Auf jeden Fall gibt es genau hier zwei der besonders hohen einstigen Radarhügel, könnte also damit irgendwie im Zusammenhang gestanden haben. Wir bewegen uns schließlich weiter in Richtung östlicher Einflugschneise, dem sogenannten Sonnentor. Lampe. Die Fassung von einer Lampe. Aber eine riesige. Und nicht so eine kleine. Ja. Also hier muss mal... Donnerwetter. Ja. Alte Katze. Ja, nicht so klein, das Ding. Gehen wir von 100 Watt aus, wenn das mal reicht. Auch hier immer noch Heidelandschaft, aber schon mit deutlich mehr Kiefern durchsetzt. Man findet immer und überall noch irgendwelchen Kram, der wahrscheinlich nur wieder uns interessiert. Was stöbert man aber auch nicht gerne hier rum? Da können alte Kerle fast wieder zu Kindern werden. MG, hier raus, ich schon. Nein, keine Ahnung, was das ist. Das erste Wort zählt. Die Leute glauben das jetzt. Das stimmt alles, was ich hier sage. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ratatatatat. Ratatatatat. Dann immer wieder der suchende Blick in die Umgebung.
Ja, und dann findet man doch tatsächlich hier mitten in der flachen Landschaft diese karreeartigen Aufschüttungen, die wieder wie Splitterschutzhügel aussehen. Da reicht unsere Fantasie natürlich nicht aus, um eine Vermutung anzustellen. Passt so gar nicht ins Bild, ne? Ah? Das passt so gar nicht ins Bild. Eben, das hat mich auch gewundert. Und am Sonnentor angekommen, stoßen wir auf ein paar kleine Gebäude sowie Reste solcher. Als erstes natürlich wieder ein Stromhäuschen, zum Teil farblich verziert. Daneben ein kleiner Bunker, zu welchem Zweck auch immer. Auf jeden Fall ein richtig fettes, massives Gemäuer und irgendwie schick. Hier der Blick hinein. Es geht eine kleine Treppe hinunter in den ebenfalls nur kleinen einzelnen Raum. Rein können wir aber nicht, weil der Eingang oben verschlossen ist. Und hier im Umkreis findet sich dann noch so einiges, aber im Prinzip nur irgendwelche Überreste baulicher Anlagen, wie wir sie jetzt mal nennen wollen. Naja, und derartig als Fläche liegende Betonplatten verleiten natürlich zum Druntergucken. Könnte sich ja ein Keller drunter befinden, aber Pustekuchen, die scheinen nur so hier abgelegt worden zu sein. Ein Stück dahinter wieder hohl liegende Platten, aber auch nicht weiter. Dicke Rohr lang. Aber weit geht nicht rein, wa? Hier weit geht nicht, ja. Irgendwelche Tiere mal ausgehöhlt haben, ja. Dafür gab es dann unweit von hier ein kleines Highlight. Wir dachten zuerst, dass wir wieder auf einen Bunker gestoßen sind, aber, und das ist eben so typisch russisch, es ist nichts weiter als ein in die Erde eingelassener LKW-Aufsatz, der hier recht gemütlich eingerichtet worden ist. Also es war mal gemütlich eingerichtet, das muss natürlich betont werden. Ob hier, was ist denn da hinten? Das sieht aus wie ein Y. Chasso, Novo, Chasso. Also soll bestimmt K, Objask, und dann ist abgerissen. Ja, was? Das wird so klar. Ja. Partyraum, wisst ihr, geil, was hier. In der Ecke stand der Ofen. Ja. Und dann hast du das Loch, wo draus ihn. Ah ja. Oh, ich hab den Ofen. Dann wieder diverse Fundstücke am Boden. Ja, ich frag mich auch. Ja, nicht zu Hause. Das nehme ich in Sperrenberg mit. Ja, 5 Millionen Euro gekostet und nicht zusammengekommen. Und schließlich diese Dinger hier, die wir nicht deuten konnten. Für Positionslichter waren sie ein bisschen zu weit abseits der Einflugschneise. Was wir irgendwo drauf rummontiert haben, irgendwie scheinwerfermäßig, wa? Bestimmt, ja. Vielleicht nach oben war drauf, also nach oben weiter verlängert. Leuchtsignale waren oder zu weit raus oder bis immer. Wir stehen hier an der Kante des Abhangs, der runter zum großen Golinsee führt, den wir im Hintergrund schon sehen. Dort geht es jetzt auch hin. Einige Vorrichtungen unten am Ufer konnten wir wieder nicht deuten. Im Hintergrund sucht Matze am Hang immer noch nach kleinen Souvenirs. Dann kommt auch er langsam rüber und bringt natürlich was mit. Hey! Pumpstation hier, war, dass hier die Pumpe drauf gestanden hat? Meinst du? Ja, wa? Weil da unten ist dieser Schacht. Denk mal, dass du da drin gegangen ist. Versuch der Identifikation. Rätselraten. Strickern, Wäldern. Vorne hast du eine Tür. Hm.
Hier finden wir den See sogar noch vereist vor und tauchen mal kurz in seine Unterwasserwelt. Natürlich nur hier im ufernahen Seichtbereich. Wir haben es hier übrigens nur mal so am Rande erwähnt, mit dem einzigen noch oligotrophen Klarwassersee im gesamten Biosphärenreservat zu tun. Dann geht's zurück, also wieder weg vom See. Der nächste Abschnitt wird erkundet. Wir befinden uns immer noch im Bereich der Einflugschneise. Im Prinzip findet man fast überall irgendwas. Man muss eben nur die einzelnen Puzzleteile zusammensetzen können, aber dafür wiederum haben wir allzu oft viel zu wenig Kenntnis. Ja, und ein wirkliches Highlight ist dann der Fund eines Flugzeugwracks. Eigentlich sind es nur noch Einzelteile davon, also kein vollständiges Wrack mehr, aber hochinteressant allemal. Das Triebwerk saß ja gewissermaßen im Rumpf der Maschine. Das dürfte hier hinten der Austritt sein, also wo der Schub rauskommt. Schön, wenn Laien hier versuchen, einigermaßen fachlich zu klingen. Aber ich denke mal, jeder weiß, was gemeint ist. Und wenn man sich das Ding hier genau anschaut, sieht man, wie extrem verbogen und teilweise hitzeverfärbt, also blau, das Metall ist. Dann kann man vielleicht erahnen, welche unglaublichen Kräfte hier gewirkt haben müssen. Also hier muss Temperatur im Spiel gewesen sein. Ja, na garantiert von hinten vom Triebwerk wahrscheinlich auch. Ja, ganz schön verzogen. Da wirken Kräfte. Hier sieht man noch ein paar Luftschaufeln dran. Was ist das für ein Metall? Keine Ahnung von? Nee, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Nun muss natürlich gesagt werden, dass es sich nicht annähernd recherchieren ließ, wie diese Wrackteile hierher gekommen sind. Gewiss könnte es ein Absturz beim Landeanflug gewesen sein. Oder auch ein Crash nach dem Aufsetzen, wo die Maschine von der Bahn abgekommen ist, denn das Trümmerfeld ist ja nicht weit entfernt. Es kann aber auch ebenso gut sein, dass hier ein Wrack von woanders hergeholt worden ist, um es gegebenenfalls für Ersatzteile, sofern sie noch brauchbar waren, zu verwenden. Und anschließend hat man den Rest dann eben einfach in den Wald gezogen. So eine Verschlusskappe war irgendwie. Ja. Wo so innig klingt, so. Nee. Ja, das könnte sein, ja. Wie auch immer, fest steht, dass die Einzelteile, die man hier noch finden konnte, über eine ziemlich große Fläche verteilt lagen. Hier haben wir sogar noch ein vollständiges Rad vom Hauptfahrwerk gefunden. Schönes Ding. Schwer! Wenn nur wenn, wirklich schön, wenn man da rauskriegen würde. Aber ich hab die Brille nebenbei. Ob das Mick oder so Heu gewesen ist. Geiles Ding, ne? Aber ja. Aber der Reifen ist ja schon runter. Also bis zur Kotzgrenze, drüber weg. Ja. Da ist schon die Struktur. Ja, warte. Validierung, ja. Und hier nur eine Felge, die schon stark eingewachsen war. Wiederum ein ganzes Stück weiter lagen offensichtlich Cockpitteile, die man teilweise aus der Erde ziehen musste, wenn man sie vollständig sehen wollte. So verbogen wie sie waren, müssen sie also auch von einer abgestürzten Maschine stammen. Die Zuordnung der Teile ist für uns natürlich nicht möglich. Das ist alles nur Rätselraten. Cool. Da waren irgendwie Seile dran gewesen. Jetzt eine Umlenkrolle oder sowas. Knopf zum Drehen. Mhm. Und dann hast du hier noch so ein paar Zahlen drin hier. Ja, man sieht doch manchmal, wie das verbogen ist. Da muss irgendwo mal ein Flugzeug drin gewesen sein, weil du die grüne Farbe hier noch hast. Ja, ganz deutlich. Und dann hast du hier nochmal die Sicherung extra nochmal gesichert, damit die Schraube sich nicht löst. Ist nicht normal, das ist Flugzeug. Ja. Das ist definitiv nicht Flugzeug. An der Leichtbauweise. Das ist so leicht. Kontroll, ja, lesen kann man es noch. Und damit sind wir nun auch am westlichen Einflug- oder besser Abflugbereich angekommen, also vis-à-vis dem Sonnentor. Hier finden sich flache Rampen, wenn man sie so nennen will, für den Höhenfinder, also vertikal ausgerichtete Radaranlagen.
Deshalb sind sie auch viel flacher als die vorhin gezeigten. Die gab es auf der östlichen Seite natürlich auch, nur da haben wir sie nicht extra gefilmt. Auch auf dieser Seite hier zieht sich die Heidelandschaft noch ein ganzes Stück bis zur Waldkante, wo sich wieder ein kleines Stromhäuschen befindet. Ansonsten ist hier insgesamt deutlich weniger zu entdecken als drüben am Sonnentor. Dieses kreuzartige Fundament trug möglicherweise bzw. vermutlich einst Positionslichter. Es befindet sich sozusagen genau in der Flugschneise. Ein Sandweg führt direkt dran vorbei. So sehen Umkehrer aus, Rückkehrer. Und beim Wort Flugschneise kommen wir auch schon zu den Außenanlagen. Es gab zu beiden Seiten der Landebahn, jeweils 4 Kilometer von deren Ende entfernt gelegen, ein Fernfunkfeuer, also insgesamt sozusagen 2, die damit beide knapp 12 Kilometer voneinander entfernt waren. Vorzufinden sind heute nur noch am westlichen Standort ein paar klägliche Reste, wie hier zum Beispiel die Verankerungsvorrichtung für die Seile, die den Funkturm hielten. Ansonsten eher hexenwaldartig anmutender Bestand mit vielen Fliegenpilzen. Die schmalen Schneisen, die sich von hier durch den Wald bis zum Flugfeld zogen, sind größtenteils aufgeforstet und lediglich an den dünneren, jüngeren Kiefern zu erkennen. Und nur auf ganz wenigen Abschnitten wie hier sind sie noch als Schneise zu erkennen. Zu den Außenanlagen gehörte weiterhin eine Flugabwehr-Raketenstellung bei Storkow, von der heute vor allem noch die alten Laternen zeugen. Ansonsten wird das Gelände inzwischen landwirtschaftlich und vor allem als Lagerplatz genutzt. Auch das alte Garagengebäude stammt noch von damals. Natürlich auch das alte Tor noch oder vielmehr der Rest davon. Tja, und ansonsten gab es noch 2 Außenlager. Beides waren Tanklager. Eines davon befand sich in der Nähe von Kurtschlag und Grunewald. Davon ist sogar noch das originale Eingangstor vorhanden. Dahinter führt dieser befestigte Weg einmal komplett übers Gelände, das ungefähr 600 Meter lang und 500 Meter breit ist. Die Satellitenaufnahmen lassen zwar noch eine ziemlich deutliche Struktur erkennen, aber wenn man hier vor Ort steht, dann kann man sich noch so viel Mühe geben, man erkennt es einfach nicht wieder. Die Rückbauarbeiten sind hier auf den ersten Blick sehr sorgfältig durchgeführt worden. Bei längerem Suchen stößt man dann natürlich auf einzelne Spuren. Holt Wasser. Immer noch mit Stahlhelm und MP. Das letzte Relikt der Garnison. Es gibt 2 kleine Gewässer auf dem Gelände, die man vermutlich als Löschteiche verwendet hat. Zumindest eins davon ist ganz klar künstlich angelegt, auch wenn es heute beinahe einen natürlichen Charakter vortäuscht. Aber die auffälligen Erdaufschüttungen ringsrum verraten es dann doch. Ich schätze mal, das ist einfach das, was wir vom Erdaushut gebraucht haben hier für den Feuerlöschteich. Meinst du? Da weiß ich nicht, wie man es links und rechts davon ist, das aufgeschüttet hier. Das werden sie ausgebaggert haben und hier hingeschüttet haben. Ja, und dann findet man nach wie vor, man will es kaum glauben, kleine Ölteppiche auf dem Wasser und das noch nach 30 Jahren. Da will man sich die Verhältnisse unter der Erde gar nicht erst vorstellen. Wir erinnern uns in diesem Zusammenhang an die vorhin schon erwähnte und bis heute anhaltende Grundwassersanierung am Flugfeld. So, Haube wieder auf, damit es schick aussieht. Ja. Wird nicht reinregnet, verstehst du? Nun, spring mal rein, zeig mal, wie tief es ist. Juste, wir machen das mal, wenn 24 Grad sind und dann... Raus, hast du das drauf? Wenn warm ist, ja, mach ich. Aber kein Problem hast damit. Wie tief das eben war. Man macht ja nichts. Da bist du komplett weg. Na, du bist ja da, um mich zu retten. Ah, denkst du? Ach, so einer bist du. ich film das nur. Die Matze ersäufen hier mit einem Busch. Nein, selbstverständlich nicht. Oh, kick dir das an. Aber man soll ja immer einen Zweig drinnen lassen. Und warum? Wegen die Eichkater. Wenn die was Wasser saufen, falls sie da rinplumpsen, können sie wieder raus. Genau. Tja, und sonst ist vor allem am Rand der Anlage noch ein bisschen was zu finden. Übrigens war das hier das Tanklager der Gruppe und lag in der Verwaltung Wünsdorf. Es wird in verschiedenen Quellen auch als Munitionslager beschrieben, das soll aber eben nicht richtig sein. Dass die von da irgendwo gekommen sind, hier hochgefahren sind, ja. Da hinten eine Schleife gemacht haben und hier so wieder raus.
Ja, war. Dass das keine Sackgasse ist hier, weißt du? Dass das wie so ein Stadion. Ja, na, vielleicht auch so, naja, so eine Art Rang. Aber obwohl die Kurve ganz schön. Wenn man das so sieht hier, ne? Hier geht der sicher lang. Ja, hier müssen wir doch bald langsam auch mal an die Bahnschienen kommen. Wo guck mal hier so hin. Aber wenn der Zug, jetzt spinnen wir mal rum, wir spinnen mal wieder rum. Wenn der Zug von da gekommen ist, dann ist er hier so hin, da hinten rum. Was aber auch, wenn das da unten genauso ist wie hier, ist das mal ein bisschen schlecht für so einen Waggon, um eine Ecke zu kommen, wa? Und außerdem sah der Abzweig auf dem Film anders aus. So, pass auf, wir gehen nochmal zum Hauptweg. Wir fanden noch ein zweites Tor. Was haben wir hier? Aua! Aua! Und eben zahlreiche langgezogene Fundamentreihen, die wir nicht so richtig deuten konnten. Aber... Und weil es ja vom Anschlussgleis, das zum Flugplatz führte, hier einen Abzweig aufs Gelände gab, philosophierten wir auch in diese Richtung. Aber 1000 Fragezeichen blieben letztlich doch. Sehr auffallend waren die vielen Ritzungen, vor allem an den großen Bäumen, von denen nicht wenige hier stehen. Manches konnte man noch entziffern, dafür muss man natürlich die kyrillische Schrift lesen können. Und anderes wiederum war mit der Zeit schon zu sehr verwachsen. Sogar auf bildliche Darstellungen wie diese Nixe stößt man bisweilen. Vielleicht ein Ausdruck der Sehnsucht der Soldaten damals, sofern es tatsächlich von ihnen stammt. Also speziell die Nixe jetzt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Station, nämlich dem zweiten Außenlager. Wiederum ein paar Kilometer entfernt und mit eigenem Bahnanschluss versehen. Das zweite Tanklager, das gewissermaßen zweigeteilt war. Ein Drittel davon war Tanklager Vogelsang, also für die Garnison. Und zwei Drittel Flugplatz. Und dann war hier der Tor gewesen, wenn du neben einer Straße gefahren bist, hast du hier so ein riesengroßes grünes Tor gesehen. So ein typisches, wie wir das vorhin gesehen haben, da bloß, dass da Blech dran war. Das hast du im Vorbeifahren gesehen. Und dann war hier ein Häuschen gewesen und da ein Häuschen gewesen. Hier finden wir die von allen am gründlichsten beräumte Fläche, sodass sich bis auf das historische Feeling vielleicht ein Besuch eigentlich gar nicht wirklich lohnt. Wir haben es nur der Vollständigkeit wegen mit hineingenommen in diese Dokumentation. Auch das Tanklager war ja überwiegend unterirdisch angelegt. Ein kleines Loch in der Erde ließ uns kurz aufmerksam werden und mal kurz einen Blick reinwerfen. Naja, nichts wirklich Bewegendes. Lediglich deutlicher Dieselgeruch stieg hier auf, aber das war's dann auch schon. Und das ist eigentlich bereits das Schlusswort. Es war's dann wirklich schon. Wir haben versucht, den riesigen Flugplatz Großdölln selbst 30 Jahre nach seiner aktiven Zeit noch einmal als das zu porträtieren, was er einmal war. Ein abgelegener, ausgesprochen großer und für die sowjetischen Streitkräfte einst so wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Kalten Krieg. Nochmal auf das olle Ding da zurückzukommen, was wir wieder nochmal auf dem Video gesehen haben. Entweder haben sie das Ding kaputt gemacht.